Hi Leute und willkommen zurück zu Octopath Traveler 2. Wir sind ja hier in der Höhle gelandet und haben uns neue Ausrüstung geholt. Oh. Und die haben uns um einiges gestärkt. Wir haben schon ein paar Level-Ups gemacht und alte Rüstung. Die ist jetzt nicht besser als das, was wir haben, oder? Gerade gekauft. Inventar, alte Rüstung. Wow, was habe ich die jetzt gekauft? Ja, nimm die. Oh wow. Das Geld hätte ich mir sparen können. Oh, das war voll gewusst. Naja. Kann ich da hinten hin? Nee. Okay. Hier unten links? Nein. Okay, gut. Umsonst die Rüstung gekauft, von da kamen wir. Mal speichern, wollte ich gerade sagen, aber. Was willst du von mir? Axt. Oh. Nicht anfassen. Das fand ich jetzt doof. Kampfgrundlagen 3. Status-Effekt im Kampf. Die folgenden Symbole erscheinen, wenn sich der Status eines Charakters geändert hat. Die Ziffer neben dem Symbol zeigt an, wie viele Runden der Effekt anhält. Das sehe ich jetzt gerade auf dem Bild. Wenn der Ziffer ein X vorangeht, markiert das, wie oft der Effekt wirkt. Aha, Vergiftung. Erteilt nach Ausführung einer Aktion Schaden. Verstummung. Verhindert den Einsatz von Fähigkeiten. Blindheit. Verringert die Genauigkeit physischer Angriffe? Na toll, okay. Todesangst. Verhindert den Einsatz der Boost-Funktion. Bewusstlosigkeit. Verhindert jegliche Aktion. Na toll. Schlaf. Unterbindet bis zu einem Treffer jegliche Aktion. Na gut, bis zu einem Treffer. Verwirrung. Aktionen werden zufällig ausgeführt. Okay. Physischer Angriff erhöht. Verringert. Aha, sonst die Boost-Fähigkeiten. Physische Verteidigung erhöht, verringert. Ja, macht Sinn. Mit dem Schild. Elementarer Angriff erhöht und verringert. Okay, Magie. Elementare Verteidigung. Genauigkeit erhöht. Aha. Kritische Trefferquote erhöht. Aha. Tempo erhöht und Ausweichen erhöht. Okay. Mit Minus kannst du im Kampf die Hilfstexte für Symbole bei Gegnern und Verbünden anzeigen und verbergen lassen. Okay, Minus. Sehr gut. So, Minus. Vergiftung. Ja, eine Runde noch. So, wenn du nicht brechen willst. Nein, warte. Erstmal so. Besser, weil wir fangen jetzt an. Fähigkeiten. Eiszapfen, das wird wohl triggern, oder? Bis zum Vorteil müssen wir haben, wenn er will. So. Here I go. Hau ihn um. Sehr geil. Forgive me. So, speichern wollte ich. Ups, so. So. Oh, ist schon das Ziel. What is this foul smell? It is true what they say. Filth is the root of all illness. Now then, what is it that's made all this mess? Foul vapors abound. I need to be careful not to inhale any effluvia. I think I found the source. So you're the ones causing all this trouble. Bloodshot eyes and jaws dripping with venomous foam. It's obvious that you're infected. Your very touch poisons the waters here, sickening all who drink it. I couldn't convince you to leave peacefully, could I? The townsfolk need these waters more than you. Worth a shot. Time to clean up this mess. Quiet down. Na, jetzt bin ich gespannt, ob wir es schaffen können. Warum haben wir so viel Schaden kassiert?
Probieren wir es mal mit der Axt. Okay, der eine hat eine Schwäche dagegen. Der andere leider nicht. Oh. Wow. Angriffsding. Probier es mal mit dem Eis bei dem. Okay, das funktioniert. Ich denke mal, der andere auch. 42, uff. Hat er nichts gemacht? Okay. Wenn ich jetzt das Eis mache, ist er gebrochen für diese und nächste. Dann greift er mich schon mal nicht an. Deswegen werde ich auch das Eis wieder nutzen. Den da erstmal zu brechen. Perfekt. So. Hoffe ich, dass ich den da wegkriegen kann. Hau drauf. Ja, leider noch nicht. Ich nehme jetzt mal ordentlich Schaden ab. Oh, die sind nächste Runde auch noch viel schneller. Ätzend. Nicht gut. So. Ich muss den nochmal loswerden. Cool. 116, das Gift. Alter Schwede, ist das viel. Dorn beobachtet die Lage. Aha. So, wenn ich ihn jetzt nochmal breche. So, Kasti kann im Kampf aus zahlreichen Zutaten heilende und schädliche Präparate herstellen. Ihre Präparate haben verschiedenste Effekte. Sie können zum Beispiel Verbündete heilen oder Gegner schaden. Im Boost-Modus werden stärkere Präparate gemischt, aber auch mehr Zutaten verbraucht. Okay, ich kann also auch Kräuter boosten. Eine Zutat für heilende Präparate bewirkt einen zufälligen positiven Effekt. Eine Zutat für heilende Präparate regeneriert GP. Ich sehe gerade nicht, wie viel mich das heilt. Nee. Eine Zutat für heilende Präparate regeneriert FP, GP. Achso, GP ist natürlich wichtiger. Eine Zutat für heilende Präparate erhöht den physischen Angriff. Hm, auch nicht schlecht. Eine Zutat für heilende Präparate hebt negative Statuseffekte auf. Okay, eine Runde bringt mir jetzt nicht so viel. Ich würde mal meine Heilung triggern sollen. Ja, halt mal kurz. Wow, 450 ist viel. Nice. Grinst ja wohl. Cool, dass immer noch einer angreift. Ich werde den links jetzt noch brechen und dann zerstören. Er ist gelb, ja. Wenn ich den einmal richtig bewusst nochmal angreife, müsste der vielleicht weg sein. Giftsekret. Nicht schon wieder. Da hätte den Fokus sollen, aber egal. So, gewonnen. Der lebt immer noch. Was ist mit ihm? Oh, er stirbt einfach nicht. Ah Mist, ich hätte den nochmal mit Eis. Ah ne, das war. So viel gibt es. FP habe ich gar nicht. Bitte stirb. Wie einfach nicht stirbt. Boosten sich? Die haben noch. Die verschlingen sich gegenseitig? Was? Oh. Was passiert da gerade? What a noisome odor. How troublesome. I'll need to handle this quickly. Okay. Sobald das entsprechende Symbol voll aufgeladen ist, können Charaktere ihre Talente, ihre latente Kraft im Kampf einsetzen. Aha.
Für das Symbol und eine feste, eine latente Kraft. Das Symbol füllt sich beim Erleiden von Schaden oder Brechen eines Gegners. So, wie benutze ich das jetzt? Latente Kraft verwendet. Ich werde mal heilen. Ja, mach mal. Das ist vielleicht wichtig, dass ich ja hier nicht drauf gehe. Okay. Zum Boost. Wie mache ich denn das da oben? Latente Fähigkeiten. Jetzt habe ich das nicht wirklich verstanden, wie ich das denn richtig benutze. Oder ist es jetzt nur freigeschaltet? Ich habe keine Ahnung. Das Symbol sieht auch nicht voll aus. Vielleicht kommt das erst noch. Ich kann leider nur doppelt angreifen. Naja, spricht ihn leider nicht. Na gut, dann greifen wir erstmal so an. Wir müssen ein bisschen Runden wasten. Ja, dann fahr doch mit. So, ich greife noch an. Jetzt bin ich nämlich schneller. Okay. Die latente Kraft kann entfesselt werden, sobald das Symbol voll aufgeladen ist. Okay, mit X. Latente Kraft einsetzen, entfesseln. Drücke X, wenn Kasti an der Reihe ist. Du kannst deine latente Kraft entfesseln. Kasti kann mit ihrer latenten Kraft Präparate mischen, ohne Zutaten zu verbrauchen. Oh. Möchte ich das jetzt machen? Nein. Ich möchte ihn eigentlich jetzt brechen. Hier, mach mal drauf. Boom. So. So. Oh, der soll mich in Ruhe lassen. Ich greife noch an. Drei Hits, dann wäre wieder gebrochen. Das brauche ich noch nicht. Ich will ihn schon seine Boost-Fähigkeiten weg haben. So. Sammelt schon wieder Kraft. Okay. So, ich könnte ihn jetzt angreifen. Mach ich auch. Zack. So. Dann hau ich alles drauf, was ich jetzt hab. Kann man das lassen? Und er fehlt ihn weg. Oh. Heilpräparate mal 2, mal 3, mal 4. Heißt das, ich kriege jetzt vierfach Heilung mal 450? Das wäre ein bisschen too much. So, hier kann ich meine FP wieder voll machen. Ich brauche Heilung. Na komm. Streuungsserum noch dazu? Nee, lohnt sich ja gar nicht. Bewirkt ein zusätzliches. Zufällig gleich einen positiven Effekt. Das ist ein Rack nochmal hinterher. Hilfe 2 Runden im physischen Angriff. Ja, warum nicht? Nochmal. So. Ah ne, ich muss erst brechen. Kriegen wir, glaube ich, ein bisschen mehr. Kann ich das mal lassen? Nur Angriff von mir. Was kann ich Doppelangriff machen? Damit ich ihn breche. Das ist jetzt gerade ein bisschen wichtiger. Weil ich habe ja noch ein paar Punkte, die ich mir extra aufgespart habe.
So, jetzt nehme ich das und das und das und das. Ja, wenn ich sterben will. Aber man sich auch gegenseitig gefressen. Was ist denn mit denen nicht in Ordnung? Ist er wieder zweimal da? Oh, nicht das Gift. Too much. Okay, jetzt habe ich wieder zwei Angriffe. Hast du ihn jetzt getötet? Was? Ich dachte, er hat noch viel mehr Leben. Okay. Nehm ich. Ein Bundheiltraum. Ja, nice. Haben wir den Bosskampf doch gut überstanden. Frisst er sich gegenseitig? Den Typen. That takes care of the root of this illness. All that's left is to sprinkle pure balm leaves around. Liberally. With time, the corruption here should fade. There, a dash or two of pure balm for myself, too. It won't do anything for the smell, but I'll feel better for it nonetheless. Now, back to town to relay the good news. Nein, ich will gucken, ob da noch eine Kiste ist. Na, darf ich nicht. Wahrscheinlich ist da keine, aber. Naja. Look, that apothecary is back. What a horrible stench. Yes, sorry about that. I cleared the source of the infection polluting your waters. The spring will run clean again in time. Nevertheless, I recommend boiling all your water for a good while yet. Thank you. Thank you. You're Senna's brother, yes? How is he? Back on his feet, and as rambunctious as ever. Not a trace of that nasty fever. I'm glad to hear it. Allow me to stop by later to check on him, just in case. We were wrong about you. You helped us, even after we treated you like dirt. Gib mir all euer Gold. Don't worry. It's wieder zu weit. Jetzt schnell gedrückt. I do have one request. Anything. Just name it, Casty. May I borrow your bath? I'm glad our paths crossed, Casty. Du hast hier noch fast gar nichts gemacht. Time for me to move on. The open road is called. Malaya, may I ask what it is that compels you to travel? I'm searching for a way to cure a terrible disease. I've identified the ingredients I need to brew the medicine, but yet to discover the correct recipe. So I travel in hopes of completing my cure and saving as many lives as I can along the way. Is there anything I can do to assist you? No. This is my problem. My burden to bear. You have your own troubles to see to. Your memory, for one. I need to know who those apothecaries are. And who I am as well. I can't rest until I know. Malaya,
Correct me if I'm wrong, but you seem to know something about them. Please, Malaya, I need to know. Tell me, I'm begging you. Beim Malaya erkunden. Aber das machen wir erst beim nächsten Mal. Und ja, bis dahin dann. Ciao.